Wanderarbeiter ziehen seit Jahrhunderten mit ein paar Habseligkeiten in die Welt, um fern der Heimat Lohn und Brot zu finden. Digital Workers sind die Wanderarbeiter der digitalen Welt. Sie sind mit dem Laptop unterm Arm unterwegs, um Arbeit in der internationalen Internetszene zu finden. Zum Beispiel hier. Jeden Montag lädt der Chef eines typischen Berliner Startups zum Frühstück mit seinen Mitarbeitern. Sie kommen aus 8 verschiedenen Ländern. Zum Beispiel: I'm Carrie and I'm from Ireland. Soy Juan, vengo de Colombia. Mi nombre es Julia, yo soy de Brasil. Mi nombre es Hesam, yo como de Sweden. Die Internetwirtschaft ist die am schnellsten wachsende Branche der Welt. Täglich werden neue Tech-Firmen gegründet. Alleine in Deutschland gibt es aktuell 6.000 Start-ups mit durchschnittlich je 17 Angestellten. Also mehr als 100.000 Digital Workers. In Berlin, wo die meisten jungen Firmen sitzen, stammt ein Drittel von ihnen aus dem Ausland. Sie ziehen häufig um und wechseln ihre Jobs, weil die jungen Firmen teils genauso schnell wieder dicht machen, wie sie entstehen. Das Leben der modernen Wanderarbeiter ist nicht immer einfach. Darum hat Hesam Lavi, selbst halb Iraner, halb Schwede, eine Jobplattform entwickelt, speziell für internationale IT-Fachkräfte. Er beschreibt ihre Sorgen so. Eine Sorge der Angestellten in Startups ist es natürlich, ob die Firma überlebt. Es liegt in der Natur von Startups, dass sie scheitern können. Es gibt aber auch immer wieder erfolgreiche Beispiele, die groß werden. Als Angestellter trägt man das Risiko mit. Aber je mehr Informationen es über diesen Markt gibt und je besser man informiert ist, desto bewusster sind sich die Angestellten über diese Risiken und fällen wohlüberlegte Entscheidungen. Firmen wie Jobspotting, die sich auf internationale Digital Workers spezialisiert haben, liefern die nötigen Informationen für gute Entscheidungen. Dazu gehört auch die kluge Wahl des Wohnorts. Softwareentwickler Enrique Ferreira aus Brasilien arbeitete in London und zog schließlich wie die meisten seiner Freunde nach Berlin. Geringe Lebenshaltungskosten, kreativer Input und fast jeder hier spricht Englisch. Das sind ideale Bedingungen für IT-Fachkräfte und Gründer. Gleichzeitig allerdings gibt es in der Branche kaum Sicherheiten. Daher haben viele Digital Workers eine gelassene Haltung zu beruflichen Krisen entwickelt. Scheitern ist der Normalzustand. Ich für meinen Teil habe schon ein paar Mal ganz bei Null angefangen und praktisch ein neues Business gegründet. Das bedeutet, dass es eine Zeit gebraucht hat, bis ich Geld damit verdient habe. Natürlich hatte ich manchmal ein schlechtes Gefühl dabei, aber ich persönlich bin sehr positiv. Also wusste ich immer, dass es schon irgendwann laufen wird. Für gut ausgebildete Softwareentwickler wie Ferreira legen sich die Arbeitgeber ganz schön ins Zeug. Florian Nöll, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Startups, konnte ein regelrechtes Buhlen um qualifizierte IT-Kräfte beobachten, die in Deutschland dringend gebraucht werden. Ob das flexible Arbeitszeiten sind, Homeoffice-Arbeit, der Feel-Good-Manager und die Betriebskita, was wir alles beobachten können. Aber vor allen Dingen auch messbar stark steigende, in manchen Berufsgruppen sogar explodierende Gehälter. Doch das gilt nicht für alle. Netzarbeiter mit geringerer Qualifikation arbeiten auf dem wilden Markt der Startups für einen Mindestlohn, haben lange, oft kaum festgelegte Arbeitszeiten und sie werden mit gemeinsamen Abendessen, gelegentlichen Partys und großen Versprechungen bei Laune gehalten. Carrie King hat als Angestellte von Jobspotting Kontakt zu zahlreichen Digital Workers und sie rät ihnen, ganz genau hinzusehen, bevor sie in eine solche Falle tappen. Sie weiß, dass durch die schlechte Wirtschaftslage eine andere Jobsituation herrscht als noch vor ein paar Jahren. Ich habe 2008 meinen Abschluss gemacht, also zu Hochzeiten der globalen Wirtschaftskrise. Viele Menschen haben in dieser Zeit ihren Job verloren. Auch ihre beruflichen Perspektiven, die sie normalerweise gehabt hätten, waren plötzlich weg. Also mussten die Leute viel kreativer an die Beschaffung ihres Lebensunterhaltes rangehen. Diese Lage hat sicher viel zur Startup-Szene und ihrem Boom beigetragen. Die Menschen denken heute einfach anders. So hat sich eine Parallelwelt etabliert. Statt in klassischen Karrieren arbeiten die Digital Workers in vielen unterschiedlichen Firmen an wechselnden Orten. Das heißt, wenig Sicherheit auf der einen, aber viel Freiheit auf der anderen Seite. Das abenteuerliche Lebensgefühl und die Gemeinschaft unter Digitalnomaden finden viele Wanderarbeiter von heute ebenso wichtig wie das Geld. Und vielleicht ist diese Einstellung ja die einzig wirklich zukunftssichere.